So, wir sind hier jetzt an einem verlassenen Hotel angekommen und der Zugang war jetzt nicht so schwer. Und das Krasse ist einfach mal, da aus der Tür kamen vor 2 Minuten 2 Leute raus, die hier auch Videos gemacht haben. Voll verjagt, ey. Ja, einen Eingang haben wir auch schon gefunden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Diesmal auch Atemschutzmaske am Start. Ja, wir haben letztes Mal bemerkt haben, dass es doch ziemlich staubig und alles ist und vor allen Dingen verschimmelt. Und es ist arschkalt. Erschrocken. Da ist ein kleiner Spiegel da hinten. Ich habe mich gerade selber laufen sehen. So, hier ist der Eingangsbereich. Auf jeden Fall 1874, glaube ich, eröffnet. Und ja, hier gingen damals die Hotelgäste ein und aus. Wo jetzt nur noch Staub und Asche liegt. Guck mal hier. Sind noch richtige Unterlagen. Ich hätte gerne Menü 1 für 44,50 Euro. Nee, D-Mark. 44,50 D-Mark, ne? Krass, stimmt, aber ja D-Mark. Was haben wir hier noch so im Angebot? Hähnchen Cordon Bleu mit Käse gefüllt. Glasierte Karotten und Kartoffelstäbchen. 12 D-Mark. Die Preise können wir ja noch bleiben. Und überall 187. Das sieht man in jedem Gebäude. Ach, mach das mal. Und hier überall noch dieser rote Teppich, die man aus den Hotels kennt, ne? Das war ja früher ein prominenten Hotel. Viele prominente Gäste und auch reiche Leute. Tja, daran erinnert jetzt nicht mehr viel. Also obwohl das alles ziemlich verwüstet ist,
muss man sich wundern, dass doch noch einige Sachen hier, wie diese Glasscheiben zum Beispiel und alles, noch relativ gut in Schuss ist. Hier liegt noch ein Fußball, liegt hier. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Da ist ein bisschen hellerer Bereich. Da fühlt man sich auch gleich ein bisschen sicherer. Boah. Also da sieht man, mit dieser Einsturzgefahr ist nicht zu spaßen. Da ist die ganze Decke runtergekommen, alles. Das könnte auf jeden Fall, wie das alles aussieht, das Casino gewesen sein. Ein schönes Casino. Mega geil, von der Decke noch was zu sehen. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und ja, da hört es dann auf. Das ist alles zugeschüttet. Mal ganz kurz gucken. Oh. Kann man doch noch hin. Das sieht schon ein bisschen creepy aus. Hä? Oh, da steht ein Langnese Eiswaggon noch. Ein Autoreifen, das gibt's ja auch. Ich frage mich ja immer ganz ehrlich, ne? Wer bringt hier scheiß Autoreifen rein? Will jemand loswerden? Also, jetzt mal im Ernst, ich will mir doch nicht die Mühe machen und hier hinfahren und die Autoreifen hier abladen. Dann kann ich auch gleich zur Schrotthalle fahren. Ja komm, ist doch so. Ich glaube, hier hat es auch gebrannt auf jeden Fall. Ja. Alter Schwede. Sieh das mal an hier. Glas über uns. Kommen wir. Da geht's nach oben. Würde ich hier nicht empfehlen. Nee, das ist Können wir da noch mal lang gehen? Krass. Also hier war mal auf jeden Fall eine Rezeption. Das sind auch die Gardinen. Da stehen sogar noch Telefonnummern, glaube ich. Da, auf der Liste. Das ist halt alles total im Arsch hier, ne? Mhm. Also... Alter, das ist ein Aufzug. Oh! Hier noch ein alter Rekorder. Aber hier ist alles wirklich total im Arsch. Ja. Und da ist ein alter Aufzug. Ja, ich sehe es. Mega krass. Was sind das eigentlich für komische? Oh. Ich
Die Garderobe wird nicht gehaftet. Sogar mit Sitzbank hier. Warte mal. Der Fahrstuhl glaubt, dass es ist und bald mehr als 6 Personen darin. Alter. 480 Kilo können wir, also ich würde da nicht reingehen. Guck dir mal diesen alten Fahrstuhl an. Ja. Mit so einem kleinen Sitz da noch an der Seite. Du sagst jetzt, die Türen, die sind ja nicht elektrisch, sondern du musst die aufdrücken und so. Alter, das ist ja der Wahnsinn, ey. Guck mal, das ist fluoreszierend. Ich habe das gerade angeleuchtet. Leuchtet weiter. Das ist nachleuchtend. Krass. Wenn mal der Strom ausfällt oder sowas, keine Ahnung. Eklig. Alles saumäßig verschimmelt. Aber kein Wunder, ne? Warum stehen hier eigentlich überall so mega creepy einfach Stühle in irgendwelchen Räumen? Voll krank, ey. Boah, hier geht's aber noch ganz schön weit, aber guck mal. Ich weiß nicht. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen beängstigend, wie hier alles runterhängt. Ja, das brauchen wir auch nicht anders antun. So. Scheiße. Wir wollten gerade noch kurz in den Keller, aber das lassen wir, haben wir entschieden, weil da unten scheint wirklich jemand zu sein, der da irgendwie was zerhämmert oder keine Ahnung was. Und ja, auf Stress sind wir jetzt nicht aus, deswegen lassen wir das. So, wir machen uns jetzt auf jeden Fall vom Acker von hier. Ich denke, wir haben das meiste gesehen. Die Sachen wieder oben mit dem, wo das alles oben abgebrannt ist, da haben wir uns entschieden, dass wir nicht reingehen. Das sieht auch alles mega, mega instabil aus. Modrig. Und ja, das tun wir uns deswegen nicht an. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!